Herzlich willkommen bei Erdgeflüster. Wir sind bereits bei meiner Lieblingsjahreszeit, dem Frühherbst, angekommen und wir schlendern durch den Garten und schauen, was es noch alles so gibt, was zu tun ist und wie so manches gewachsen ist. Wir starten gleich einmal mit dem Foliendunnel und hier ist noch einiges los. Es gibt noch jede Menge von den Tomaten. Die unteren Blätter habe ich jetzt teilweise schon entfernt oder auch die abgeernteten ernteten Ranken. Ja, der Basilikum gedeiht hervorragend. Ich lasse jetzt einen Teil in Blüte gehen für die Tierchen. Denn im anderen Tomatenparadies habe ich noch genug Basilikum, der noch recht schön ist, also noch nicht so in Blüte gegangen ist. Ganz vorne sind die Meterbohnen. Die sind schon alle dürre geworden, die langen Ranken. Da kann ich dann wieder Samen ernten. Die Gurken, die sind auch schon alle fertig weg. Wir hatten auch 4 große Melonen, jeweils mit 4 Kilo. Die haben so gut geschmeckt. Ich habe zwar eine kleine Sorte gepflanzt, aber sie sind alle riesig geworden. Und 2-3 Stück hängen noch dran. Vielleicht werden die noch was. Werden wir schauen. Die Paprika sind auch noch reichlich vorhanden. Nur ich weiß nicht, die Paprikapflanzen wachsen so hoch, das ist mir eigentlich alles zu hoch. Da muss ich im nächsten Jahr die Paprika woanders hinsetzen. Entweder hierher oder ich weiß nicht. Und die oberen Blätter wären alle so komisch. Wahrscheinlich ist ihnen da neben der Folie wirklich ein bisschen zu heiß. Ja, was gibt es noch? Ingwer und Kurkuma wachsen sehr gut. Wie es unter der Erde ausschaut, das weiß ich nicht. Das werden wir noch im Spätherbst alles sehen. Die sind da hinten, aber sie schauen wirklich richtig prächtig aus. Und hier mein Kugelamaranth, den liebe ich so. Er schaut so fröhlich aus und da kann man super die Blüten abschneiden und die trocknen ja so ein. Und daraus kann man tolle Deko-Objekte machen. Ja, die Erdbeeren fruchten und blühen auch noch immer. Die Aubergine, die hat auch noch ein paar Früchte dran, aber die hat so braune Blätter bekommen. Die habe ich jetzt alle abgezupft. Keine Ahnung, was das ist. Ist das auch die Kraut- und Braunfäule oder so? Ich weiß es nicht. Und in diesem Dunkel waren leider auch viele verschiedenste Wanzen und sind auch noch immer. Wo die herkommen, weiß ich nicht. Die habe ich so in dieser Form noch nicht gehabt. Werden wir schauen, wie das weitergeht. Ja, und was ich hier dann noch mache im Foliendunkel, was ich hier noch pflanze, das seht ihr dann in einem anderen Video. Jetzt gehen wir weiter. Ja, hier seht ihr die 7 Versuchshochbeete. Da waren ja die Kartoffeln drinnen. Die sind richtig schön gewachsen. Aber im Juli hatten wir dann extrem viel Regen, jeden Tag eigentlich, auch wenn es nur ein bisschen war. Und Ende Juli habe ich dann das Kartoffelkraut abgeschnitten, weil die Kraut- und Braunfäule dazugekommen ist. Und hier habe ich in der ersten Augustwoche noch einmal Buschbohnen gelegt, den Chinakohl gepflanzt und schaut einmal, wie prächtig es gedeiht. Und man merkt eindeutig, dass das erste Beet eigentlich am schönsten wächst oder schon am weitesten fortgeschritten ist. Es ist auch am schnellsten aufgegangen, die Saat. Und in diesem ersten Beet ist die Bio-Schwarzerde drinnen und man bedenke, die 7 Hochbeete, die haben wir jetzt das 4. Jahr und da wurde noch nie in den 4 Jahren etwas gedüngt, nur gemulcht und es gedeiht noch immer alles prächtig. Und die Buschbohnen, die werden noch locker super Fisolen bilden. Und jetzt zeige ich euch die Lichtwurzel, die gedeiht nämlich wirklich prächtig.
Schaut einmal, hier wächst sie schon so toll empor und sie bekommt ja ganz lange Wurzeln. Und die Wurzeln, die sind ja eigentlich ja, sicher einen bis zu einem Meter lang. Die gehen hier herunter. Deswegen muss man so ein Spezialhochbeet bauen, ein schmales. Denn sonst würde man sie nicht aus der Erde bringen. Und hier seht ihr schon ganz viele Bulbillen. Uppala, sie fallen schon runter. Das sind so braune Kügelchen. Und aus diesen Kügelchen kann man wieder Pflanzen gewinnen, wenn man sie jetzt schon einsetzt. Und von den Lichtwurzeln kann man nicht nur die Wurzel essen, sondern auch die Blätter haben auch ganz wertvolle Inhaltsstoffe. Und man kann sie für Tee verwenden. Hier sind wir bei unserem Rohrgarten angelangt. Hier waren ja die Kürbisse drinnen, die habe ich schon abgeerntet. Die Früchte liegen hier. Ja, die Ernte ist, sagen wir so, nicht schlecht, aber auch nicht jetzt überwältigend. Und in den leeren Rohren habe ich jetzt wieder Lauch gepflanzt, Endivienpflanzen, denn im September könnt ihr noch Lauch, Chinakohl, die Asiasalate, Rapunzel, Ende September könnt ihr dann schon den Knoblauch stecken und ihr könnt auch noch Grünkohl pflanzen. So wie in diesem anderen runden Beet habe ich Grünkohl gepflanzt. Dann weiters ist hier noch eine Tomate, die ist aber auch leider mit der Kraut- und Braunfäule voll. Die Tomaten wären vielleicht noch ja, essbar. Dahinter ist die Artischocke, die ständig von den Ameisen bedroht wurde, wirklich ständig und ich habe sie einfach nicht weggebracht. Hier sind auch Buschbohnen und diese Buschbohnen lasse ich jetzt dürr werden, denn da drinnen sind dann die Samen schon fürs nächste Jahr oder man kann diese Trockenbohnen ja auch essen. Hier habe ich wiederum frische Petersilie gepflanzt, die gedeiht auch schon recht gut, die habe ich erst auch Mitte August gepflanzt. Hier der prächtige Grünkohl, aber die rote Sorte Red Boar. Die gedeiht auch super. Und der herrliche Strauchbasilikum. Das ist eine Pflanze. Das ist nicht der Wahnsinn. Der gefällt mir so gut. Und hier die Besonderheit, die Tonrohre auf dem runden Rohr. Und sie gedeihen wirklich gut. Und ich bin schon so gespannt, wie lang die Karotten werden. Ich hoffe nur, sie beginnen nicht zu faulen, denn mit dem Gießen ist es etwas schwierig. Ich weiß nicht, wann sie wirklich jetzt Wasser brauchen. Ja, oder wie weit das Wasser hinuntergeht, wenn ich gieße. Aber da müsst ihr herschauen. Man sieht schon, wie sie wachsen. Man sieht schon, wie groß sie auf der Oberfläche ist. Was gar nicht gut funktioniert hat, das ist die Physalis. Sie ist wahnsinnig gewachsen, aber kaum Früchte oben. Also das hat gar nicht geklappt. Hier sind wir bei dem ganzen Gewirr vom Malabarspinat, Flaschenkürbis und von den Chayoten. Man sieht gar nicht die Chayoten eigentlich heraus, aber hier. Diese Ranke, das sind die Chayoten und die starten ja so spät erst durch. Erst Ende August, Anfang September fangen sie an zu blühen, aber dann sind die Früchte auch schon gleich da, wie ihr hier seht. Da hängen schon die Früchte um. Am Anfang denkt man sich, es wird gar nichts, aber dann starten sie wirklich richtig durch. Und hier in dem Dschungel ist ein riesen Flaschenkürbis versteckt. Der ist so herrlich groß geworden. Und der Malabarspinat bekommt jetzt schon so schwarze Früchte und mit diesen schwarzen Früchten kann man färben oder man hat sie auch verwendet als Tusche. Ist das Fuchsschwanzbäumchen hinter mir nicht herrlich? Er ist sowas von schön, so eine schöne, ja, was sagt man? Weinrote Farbe mit so tollen Schwänzchen. Es ist ja ein Amaranth, aber er ist einfach herrlich. Jetzt kommen wir zu unserem zauberhaften Stangenbohnenrankgerüst.
Und es hat wirklich so gut funktioniert. Die Kürbisse sind zwar nicht hier in der Mitte gewachsen, aber außen herum. Und das schaut so fröhlich aus. Und es sind auch viele Bohnen oben. Die Kapuzinerkresse, die ich auch dazugesetzt habe, ist zwar nicht so in die Höhe gerankt, sondern sie hat sich eher herunten ausgebreitet. Und die Trichterwinde, die ist leider nicht durchgekommen. Also ich habe noch keine Blüte gesehen. Aber ansonsten ist es einfach ein Traum. Und ich lasse jetzt alles dürr werden. Dann kann ich das ganze Rankwerk einfach herunterziehen und die Bohnen ganz einfach ernten. Denn man erntet ja, das sind die Feuerbohnen, die steirischen Käferbohnen, man erntet ja die Trockenbohnen. Hier in diesem Hochbeet habe ich ja einen Romana-Salat in Blüte gehen lassen. Und schau da mal, er hat seine Samen hier ausgesät. Und es sind so schöne Pflänzchen geworden. Die werde ich jetzt ausgraben und wiederum in ein Hochbeet setzen. Denn der wächst ja relativ schnell und der wird super. Der bildet schöne kleine Köpfe. Hier habe ich den Sellerie gepflanzt und der hat wirklich schon schöne Knollen. Der bleibt aber noch bis November in dem Beet drinnen. Und hier eine Brokkolipflanze, die ich im August gepflanzt habe. Und sie schaut schon richtig toll aus. Ich muss euch einfach den Surinam-Spinat zeigen. Schaut einmal, wie herrlich er wächst. Er hat so schöne, grüne, knackige Blätter und einen herrlichen Fruchtstand. So filigran, so verspielt, schaut euch das einmal an. Einfach traumhaft. Blumen dürfen ja absolut in keinem Garten fehlen, jedenfalls nicht in meinem Garten. Hinter mir eine Dahlie, die blüht so schön. Und hier eine besondere Form der Cosmea, die Orange. Und ihr könnt jetzt herrlich von den Sommerblumen die Samen abnehmen. Vergesst das nicht, damit ihr nächstes Jahr wieder sehen könnt. Und schaut einmal, die bildet hier so ein Sternchen und hier außen sind die Samen. Da braucht ihr nur so zusammendrücken und ihr habt die Samen schon in der Hand. Das Tomatenparadies ist wirklich noch ein richtiges Paradies. Es ist noch reichlich bestückt mit lauter verschiedensten Tomaten. Aber eine ganz besondere Tomate hier vorne. Ihr müsst euch diese Rispen an Früchte anschauen. Ups, die purzeln schon runter. Es ist ein Wahnsinn. Und es kommen immer wieder noch Früchte dazu. Einfach ein Traum. Ja, das war jetzt ein Teil von unserem Garten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bleibt dran, denn es gibt noch einige Drohnenaufnahmen von unserem Garten. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.